Servus und hallo bei HinTV, ich bin der Andi, ich begrüße dich zu einer neuen Folge Angebote bei lastminute.de. Heute sind wir im 17. Bundesland Deutschlands unterwegs, aber nicht in Österreich, nein, wir sind auf Mallorca unterwegs. Und hier haben wir ein Angebot ab 228 Euro mit Flug, Hotel und Frühstück. Und was euch erwartet, was das Angebot als in beinhaltet, nach den Bildern, erstmal die Bilder, um halt ein bisschen in Stimmung zu kommen. Und danach hören wir uns wieder und ich freue mich drauf. Bis dahin, ich wünsche euch viel Spaß bei den Bildern. Ich freue mich, euch das zu zeigen. Wir sind hier im Hotel Amique Gala. Ab 205 Euro ohne Frühstück, mit Frühstück die 228 Euro. Das zeige ich euch auch alles gleich. Es ist ein Stadthotel, ein Strandhotel und ein Flughafenhotel. Warum Flughafenhotel? Da das wirklich nur 2,5 Kilometer vom Flughafen entfernt liegt. Ich finde das Städtchen eigentlich ganz nett. Ich bin auch wirklich einige Male, wo ich auch mal locker war, gut essen gegangen. Und ich finde es nicht ganz nett. Es ist nicht ganz so. Es ist schon ein bisschen partymäßig, aber nicht ganz so wie in El Arenal. Von dort fährt auch in so ein Straßenbummelzug nach El Arenal. Kann man echt gut mitfahren, wenn jemand wirklich Party möchte. Aber wenn du wirklich nur so Kultur, Strand, Erlebnis haben möchtest, dann empfehle ich diesen Ort. Der ist wirklich sehr, sehr angenehm, hier zu wohnen. Es ist wirklich nicht direkt der Hotspot, aber es ist doch auch nah an Mallorca, an Palma und an El Arenal. Aber es ist nicht so ganz wie in El Arenal, wo wirklich voll ist. Gut. Es ist ein 3-Sterne-Hotel, wie wir hier sehen. Also genau, es liegt 60 Meter von Playa de Palma entfernt und bietet gute Anbindung. Es ist 2,5 Kilometer vom Flughafen entfernt, 8 Kilometer von der Stadt Palma und das Nachtleben von Playa de Palma, El Arena, finden Sie in der Nähe. Es ist in der Nähe, wirklich in der Nähe, aber es ist doch ein bisschen nicht ganz so nah und wenn man möchte, dass man wirklich eher ein bisschen Ruhe haben möchte, ein bisschen gutes Essen, gute Sangria, gute Laune, ein bisschen vielleicht am Strand schwimmen, im Meer schwimmen, am Strand liegen, meine ich natürlich, und vielleicht ein bisschen Sehenswürdigkeiten anschauen, dann ist wirklich hier der Ort ideal. Weil, wenn man auch Party machen möchte, Party machen in El ist ein bisschen schwierig, aber wenn man sich ein bisschen erholen möchte, ist es echt gut. Okay, unweit des Hotels können Sie außerdem Ihre Lieblingssport nachgehen, wie Beachvolleyball, Windsurfen, Kitesurfen, Radfahren, Tennis, Golf und Squash. Oder machen Sie doch einfach einen Spaziergang am feinen weißen Sandstrand von Playa de Palma. Genau, und hier ist ein Angebot jetzt von Donnerstag, 10. September bis 17. September mit Ryanair von Berlin-Schönefeld. Genau, 2 Stunden 45, von München ist ein bisschen weniger. Genau, und hier haben wir Standard Doppelzimmer 228 mit Frühstück. Super, Doppelzimmer ist natürlich ein bisschen teurer.
Dreibettzimmer, wenn man zu dritt ist. Dreibettzimmer, genau. Also dieses Hotel bietet ja wirklich nicht nur Frühstück, wo ich sage, es macht wirklich nichts. Ganz einfach, weil man kann dort wirklich günstig einkaufen gehen. Man kann wirklich dort günstig essen gehen. Warte mal. Karte anzeigen. Genau, hier, also hier ist der Flughafen und hier ist der Ort Can Pastilla. Und hier unten ungefähr habe ich gegessen. Ich werde euch das verlinken, die Koordinaten einfach unten in der Beschreibung verlinken. Ich habe es gerade noch zufällig gefunden, was im Bild halt, was ich dort geschossen habe, mit drin war. Und ich kann euch sagen, es ist wirklich sehr lecker dort zu essen. Und wirklich günstig, kann man nicht sagen. Ich habe wirklich. In meiner Unterkunft gab es keine Verpflegung. Ich dachte, ich hatte Küche und so alles. Ich dachte, ich gehe in den Supermarkt, gehe einkaufen, koche selbst im Urlaub. Macht mir ja nichts aus. Und dann habe ich gesehen, wie günstig das Essen dort ist und wie teuer der Supermarkt ist. Hat sich das Essen gehen viel besser gelohnt, als dort irgendwie selbst einkaufen zu gehen und zu kochen und sonst irgendwas. Also man kann wirklich gut und günstig essen. Wenn man hier so auch ein bisschen abseits ist, nicht so direkt im Zentrum, dann ist es natürlich noch ein bisschen günstiger. Genau, und wir sehen, hier ist der Flughafen. Hier ist Palma. Es gibt wirklich eine ausgezeichnete Busverbindung. Ich glaube. Ja, ich glaube, hierher fährt der Bus 15, wenn ich mich richtig erinnere. Und richtig günstig, ich glaube 1 Euro, 1,50 € die Fahrt, wirklich sehr günstig. Hier geht es einfach weiter. Und hier ist halt El Arenal. Hier ist wirklich das Zentrum. Normalerweise jetzt ist es aber wahrscheinlich auch ein bisschen ruhiger durch die Verbote dort, was ich auch nicht schlecht finde, aber. Ah, ich finde es hier einfach echt gemütlich. Ich habe zwar in El Arenal gewohnt, weil die Unterkunft so sehr günstig war. Aber ich bin jetzt auch ein Alter raus, wo ich immer Party machen. Ich war einmal im Megapark. Habe gesagt, ja, ist ja ganz nett, aber muss nicht sein. Lieber in eine Kneipe, lieber in eine gute Kneipe gehen, ein Bierchen trinken oder Sangria trinken. Im Megapark war die Sangria zum Wegschmeißen geschmacklich. Aber es ist ein anderes Thema. Nee, es ist ein günstiges Angebot. Der Flughafen ist nicht weit weg. Und ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendein Fluglärm gehört habe, wo ich dort im Essen war. Ich war schon zwei, dreimal war ich hier essen, einfach weil es echt so gut war. Vielleicht mache ich noch ein extra Video zu. Ich habe jetzt noch gesehen, dass ich wirklich damals, wo ich auf meinem Locker war, einen Ordner angelegt habe bei Google Fotos. Ich habe alle Fotos da. Vielleicht mache ich noch mal so ein Foto Video mit meinen Fotos aus meinem Locker, damit ihr ein bisschen Anreize kriegt. Gut. Quatsch, das war das Hotel. Nein, Quatsch. Entschuldigung, Kat. Nein, Quatsch. So, zurück. Schließen einfach. Ah, okay. Entschuldigung, war gerade ein bisschen verpeilt, aber macht nichts. Es lädt ja wieder alles neu. Ah, weh. Dann machen wir da mal auf. Genau, also wir haben wirklich hier ist ein günstiges Hotel. Wenn du sagst, ja, so ein bisschen mal ab und zu Party feiern, ja, okay, aber ich muss nicht dauernd haben. Und es gibt auf Mallorca so viel zu sehen, es ist wirklich eine wunderschöne Insel und mehr als nur gesaufen dort, sage ich einfach mal. Es ist wunderschön dort, man kann wirklich viel erleben, viel sehen. Ich kann es nur empfehlen, jedem zu machen. Und wir haben so ein paar. Was ist denn jetzt los? Hä? Manchmal spinnt da ein bisschen. Manchmal spinnt da ein bisschen Last Minute. Wisst ihr, was ich mache? Ich gehe jetzt einfach nochmal auf den Link in der E-Mail. So. Jetzt müssen wir es gleich. Wir haben. Tut mir leid, dass es jetzt irgendwie so chaotisch war. Aber ich. Genau, hier haben wir es. Seht ihr, es ist manchmal. Es ist manchmal von Amazon. Von Last Minute, dass die da ein bisschen. Sich
nicht so wollen halt, genau. Aber es gibt natürlich auch andere Hotels. Ich verlinke natürlich immer euch das Angebot hier und auch den Link zu Las Marinas allgemein, damit ihr euch wirklich gut aussehen könnt. Mallorca hat mir wirklich sehr gut gefallen und abseits des Surf-Tourismus war es echt sehr schön, muss ich echt sagen. Mit alten Zügen, mit schönen Landschaften, schöne alte Städte, schöne Weinprobe, also es gibt wirklich Schönes, was man da machen kann. Gut. Was ich jetzt nicht vergessen darf, was ich beim letzten Video bei Greta vergessen habe. Natürlich gilt auch hier mit dem Code 40 € Gutschein. Weil ich auch nochmal gesagt habe, er gilt auch für dieses Angebot. Gut. Das war's. Ich wünsche dir alles Gute, ich wünsche dir schönen Urlaub, wenn du fliegen solltest. Wenn du nicht fliegen willst, daheim ist also eine A schöne Gegenden. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, entweder bei Angeboten oder bei einem anderen Format. Ich würde mich freuen. Bis dahin, Servus, euer Andi.